Jede Person wirft im Jahr etwa 78 Kilo Lebensmittel weg. Das ist bares Geld, das da verloren geht. Mit ein paar einfachen Tipps und Tricks kann jeder etwas dagegen tun. Egal ob zu Hause oder unterwegs beim Einkauf. Ihr kennt das sicher. Vom grandiosen Kochfest am Vorabend ist noch eine ganze Menge übrig. Und so schnell will man auch nicht wieder das Gleiche essen. Was also tun? Die Antwort ist ganz einfach. Wir machen etwas Neues daraus. Nehmen wir die Nudeln hier. Dies ist die perfekte Grundlage für eine Nudelpfanne. Dazu kommt noch ein bisschen Gemüse, je nachdem, was der Kühlschrank gerade hergibt. Da habe ich auch noch ein Reststück Käse im Kühlschrank. Und das kann ich ganz gut da reinreiben und fertig. Und wenn euch eine Rezeptidee fehlt, fragt das Netz. Da gibt es jede Menge Reste-Rezepte. Die Zwiebel- und Karottenschalen könnt ihr auf den Kompost werfen oder aber auch als Brühersatz in den Topf schmeißen. Sie haben noch jede Menge Aroma. Ihr werdet überrascht sein, wie gut das schmeckt. Das Grünzeug von Karotten oder Radieschen hat auch einen ziemlich eigenen Geschmack. Mit ein paar Gewürzen könnt ihr daraus ein ausgefallenes Pesto machen. Manchmal habt ihr Früchte wie diese Brombeeren hier. Diese sind schon ein paar Tage alt und sehen nicht mehr ganz so lecker aus. Zum Wegwerfen sind sie aber viel zu schade, denn schmecken tun sie trotzdem noch. Wie wäre es also mit Vanilleeis mit Brombeersoße? Fantastisch lecker. Die Soße kann man übrigens auch gut einfrieren. So kann man das leckere Eis mit Brombeersoße auch zu einem späteren Zeitpunkt genießen, wenn man mal wieder Lust darauf hat. Und auch für Brot gilt, wenn ihr mal zu viel gekauft und Brot übrig habt, schneidet das Brot in Scheiben und friert es ein. So könnt ihr bei Bedarf einzelne Scheiben wieder auftauen und knusprig toasten. Brötchen könnt ihr natürlich genauso gut einfrieren. Alternativ gibt es auch ganz viele leckere Rezepte, wie ihr übrig gebliebenes oder altbackenes Brot, Brezeln oder Brötchen verwenden könnt. Ofenschlupfer, Semmelknödel, Brotauflauf. Einfach lecker. Und noch ein letzter Tipp. Wenn ihr unterwegs seid, wenn im Restaurant was übrig bleibt, lasst es euch einpacken und nehmt das mit. Dort wandert es in die Mülltonne und das wäre einfach schade.